Die Sendung «Heute im Gespräch» wird Ihnen präsentiert von der Schaffhauser Kantonalbank. Im heutigen Gespräch zu Gast ist die bekannteste Bergsteigerin der Schweiz, Evelyn Binzack. Die Innerschweizerin hat sich ihren grossen Traum erfüllt und ist in knapp 500 Tagen von der Innerschweiz bis zum Südpol gereist. 16 Länder hat sie dabei durchquert und einen Haufen erlebt. Letzte Woche war sie am Inspiration Day von Büro Büro Technik für einen Vortrag zu Gast gewesen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Wir sind heute hier mit Schaffhausen in der Altstadt. Und zwar reden wir heute mit der bekanntesten Schweizer Bergsteigerin, der Evelyn Binzack. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ja, wir sind hier eben in Schaffhausen in der Stadt. Bist du da schon mal klettern bei uns? Nein, ich habe gar nicht gewusst, dass man hier klettern kann. Nein, natürlich weiss ich, dass ihr eine Kletterhalle habt, die ziemlich cool soll sein. Aber selber bin ich noch nie hier am Klettern gewesen. Nein. Du hast natürlich ganz viele spannendere Orte, wo du gehst klettern. Du hast eine riesige Reise gemacht und hast jetzt ein Buch rausgegeben. Erzähl mal, was ist das für eine Reise, die du gemacht hast? Ja, also ich nehme jetzt auch, du redest die Expedition Antarktika an. Das ist ja nicht wirklich mit Klettern verbunden. Ich habe zuerst 20 Jahre wirklich auf dem hohen Niveau Alpinismus betrieben, bei Bergführerin. Und nachher habe ich irgendwie gedacht, jetzt will ich mal etwas anderes machen. Und das ist mir in den Sinn gekommen. Ich könnte eigentlich nach dem Mount Everest, der als dritter Pol der Welt bezeichnet wird, zum Südpol gehen. Mhm. Das wird das sogenannte zweite Pol, wo das bezeichnet wird. Und dann habe ich, bin ich in der Schweiz gestartet mit dem Velo. Im Berner Oberland? Genau, vor meiner Haustür. Und bin quer durch Europa gereist mit dem Flugzeug bis nach Amerika, wo ich dann auf dem gleichen Breitengrad, wie ich Europa verlassen habe, in Salt Lake City wieder gestartet habe mit meinem Velo. Bin durch die USA, Mexiko, Zentralamerika, dann mit dem Flugzeug von Panama nach Quito, nach Ecuador. Kolumbien habe ich dann rausgelassen, aus Sicherheitsgründen. Und bin dann noch durch ganz Südamerika bis in Süden von Chile nach Punta Arenas. Dort war ein Flugzeug stationiert, das mich an die Küste gebracht mit vier Kollegen von der Antarktis. Und dann ist es noch in einem langen Marsch bis zum Südpol gegangen. Und also immer gelaufen? Gelaufen dann, ja klar, das ist alles Eis und kalt und weit und schlimm. Schlimm? Ja, schlimm. Wieso ja. Schlimm? Also man weiss ja, die Antarktis ist eiskalt, Durchschnittstemperaturen im Winter sind minus 65 Grad, im Sommer sind minus 25 Grad Durchschnittstemperatur. Es hat auch immer Gegenwind, also man läuft von der Küste zum Südpol, der auf 3000 Meter oben ist. Und da hat man katapathische Winde, das sind ablandige Fallwinde. Und da läuft man irgendwie jeden Tag zwischen 50 und 100 Stundenkilometer gegen den Wind, bei minus 25, 30 Grad. Das gibt so einen Windchill-Effekt, also die gespürte Temperatur auf dem Körper von ungefähr minus 40, minus 50 Grad Celsius. Und das habe ich alles gewusst, natürlich in meinem, hast dich auch informiert und vorbereitet. Aber wie das wirklich physisch sich anfühlt, dort unterwegs zu sein, Das ist nicht nur lebensfindlich, sondern, oder nicht nur menschenfindlich, muss ich sagen, sondern es ist überhaupt lebensfindlich. Und am Schluss ist es ja knapp geworden, das Ziel zu erreichen, aber es hat nach 484 Tagen habe ich nach den Südpol erreicht. Hast du dort wirklich Momente gehabt, wo du gesagt hast, was mache ich eigentlich da? Ja, schon am Anfang. Also, ich habe vier Jahre mich vorbereitet mit dem Vorbereitungsgeld, das bereits schon in die Expedition hineingeflossen ist. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwelche grossen Sponsoren hatte. Ich hatte Ausrüster, die mir die Ausrüstung zur Verfügung gestellt haben. Aber das Geld habe ich selber investiert. Und habe da schon also mit diesen vier Jahren Vorbereitung schon einen flotten Audi kaufen können. Oder? Und dann merkt man nach vier Vorbereitungsjahren, jetzt ist der Startschuss. Und der Moment, wo du jetzt hinter dir die Türen zutust und vor dir breitet sich 16 bis 18 Monate von der Ungewissheit aus, das hat eine rechte, wie kann man dem sagen? Rechte, also ist es eine Angst, die man hat, oder ist es einfach Respekt? Ja, also Respekt ganz sicher, Angst in dem Sinn, also eine Unsicherheit, ein Zweifel, habe ich jetzt mich wirklich richtig entschieden, will ich das überhaupt? Was kommt auf mich zu? Werde ich nicht überfallen? Werde ich nicht, Zentralamerika hört man viele Geschichten von Frauen, die allein reisen. Eben, du bist schon immer allein gewesen, oder? Ich bin nicht ganz immer allein gewesen. Also in Zentralamerika hatte ich wegen der Probleme in Mexiko eine Polizeieskorte, wo mir von einem
ehemaliger Kollege, den ich mit an einer Rettung beteiligt war am Everest, hat mir aus Dank die Polizeieskorte organisiert, sechs Jahre später. Also das hat ganz viel verwirklicht. Das habe ich gar nicht erwartet. Also die Polizeieskorte, das war wirklich einfach der Engel, dass ich da geschützt bin. Und in Patagonien ist mein Freund hat mich noch eine Woche begleitet. Aber sonst auf dem Veloteil bin ich die ganze Zeit allein gewesen. Also sagen wir jetzt zu 90% allein. Und auf der Antarktis waren wir ein Team von 5 Leuten, also 4 Männer und ich. Wieso macht man so etwas? Das ist ja eine extreme Grenzerfahrung. Also man stößt extrem an seine Grenzen. Wieso? Warum macht man das? Also ich glaube grundsätzlich, dass Grenzsituationen, dass man das grundsätzlich probiert zu vermeiden. Also das wäre ein Paradox oder das wäre einfach falsch. Und ich würde sagen, ja, Grenzsituationen sind cool, oder? Das ist überhaupt nicht cool, sondern die rauben einem extrem viel Substanz ab. Aber die Tatsache ist, dass halt auch einfach die Grenzsituation als solches einem sehr, sehr viele Informationen liefern im Zusammenhang mit der Erfahrung, die man machen kann, im Zusammenhang mit sich selber, also beispielsweise, was für Konsequenzen haben und unmittelbare Konsequenzen haben meine Entscheidungen. Dann auch manchmal zu wissen, wann muss ich mich zurücknehmen, wann muss ich mich verstecken, wann muss ich säckeln, wann muss ich, also beispielsweise ein Überfall in Argentinien, wo ich noch meine Überfallenden wieder überfallt habe, dass ich mein Zeug wieder zurückbekommen habe. Rücküberfall gemacht. Rücküberfall, weil ich habe mein Passwort gehabt und mein Geld und meine Kreditkarte und das hätte natürlich nicht dürfen sein, oder? Also habe ich die zurück überfallen, es waren 3 Männer gewesen. Und wie hast du das gemacht? Ich bin dann einfach nachgesäckelt. Die haben natürlich nicht mit meinen schnellen Beinen gerechnet und schon gar nicht mit meiner Ausdauer. Und dann, ja, die sind so perplex gewesen. Also irgendwie so eine Blondine, nicht einmal die Jüngste, oder? Und für das hast du trainiert, oder? Ja, also weißt, ich sage, das ist mehr aus einem Reflex raus. Du weißt einfach, jetzt hast du ein Problem und du machst das nicht irgendwie, du denkst ja nicht mehr, sondern du funktionierst einfach in so einer Situation. Andere haben auch funktioniert in einer solchen Situation und sind nicht mehr am Leben. Also, wenn einer hat die Pistole gezogen, was hättest du gemacht? Oder? Also, es ist nicht alles gescheit, was man macht in der Grenzsituation, aber ich glaube, der Lerneffekt ist sehr hoch. Und ja, ist vielleicht der Grund, oder wenn du mich so konkret fragst, vielleicht einfach auch die Neugier, was steckt dahinter? Also, zwischen dem Gedanken, ich könnte das eigentlich probieren, und der Umsetzung, das wirklich zu tun, einen Traum zu erfüllen, auch mit seiner ganz schrecklichen Seite, aber auch mit seiner total erfüllenden Seite, rückblickend nach können sagen, wow, jetzt habe ich es gemacht und geschafft. Ich habe es geschafft. Aber ich würde es nie mehr machen. Nie mehr? Nie mehr. Okay, dann oder anders. Sicher anders, aber sicher nicht auf die gleiche Art und Weise. Ja. Du bist ja eben da 16 Länder, sind's, glaub ich, wo du durchgereist bist. Was waren so die Highlights auf dieser Reise? Also, welches Land zum Beispiel war der absolute Hammer für dich? Ja, ich tue mich wahnsinnig schwer, von Highlights zu reden, weil weißt du, manchmal wird, glaube ich, sehr bescheiden. Also in Frankreich zum Beispiel ein rechter Eye-Opener, also so ein Augenöffner, wie man so schön sagt, war im negativen Sinn oder auch im positiven Sinn, dass ich sehr verregnet an einem Bahnhof habe Schatten gesucht. Vom Regen, also ja, Scherben. Das Dach über dem Kopf. Ja. Genau, und nachher bin ich auf einer Bank gesessen und neben mir ist eine andere Bank mit einer anderen Person drauf und das war ein Glossar, also ein Penner, bös gesagt. Und dann hat der Penner mir Essen angeboten, er hatte irgendwie so abgelaufene Joghurt in seinem Sack drin. Und ich habe dem seinen Joghurt gegessen und wir haben uns unterhalten. Und dann habe ich gedacht, wie lange, wie weit kommt man da? Das ist ich würde sagen, nachträglich natürlich, wenn man den stolzen Weg nimmt, eine sehr positive Erfahrung war, einfach auf dem Grund und Boden anzukommen. Und dort, aber es ist gleich immer noch alles in Ordnung. Ja, also ist immer noch alles in Ordnung. In dem Moment natürlich nicht. Das hast du erst mit Distanz, kannst du darüber lachen. Oder denkst, ja, du bist noch mal gefuttert worden von einem Glossar. Oder? Und das sind, wenn das die Basis ist, weißt, dass du keine Erwartungen mehr hast, dass dir irgendetwas Gutes passiert, in Anführungszeichen, ist eine Begegnung, ein Naturbild, ein Naturschauspiel, ein Mondaufgang, den du nicht erwartest, hinter den Bergzacken, wo einfach eine riesengroße Kugel hinaufkommt. Die Momente, wo schon fast so irgendwie mystisch anscheinen,
Also das, einfach die Schönheit von der Natur, die man sieht auf so einer Reise. Ja, oder eben jemand, der dir etwas lieb tut, ein netter Mensch, der dir irgendwie weiterhilft oder ein Lächeln. Oder, weißt, das, dann werden solche Sachen wertvoll. Also, es ist noch nicht die super Romanze, die danach sagen kannst, das war noch der Oberhit. Sondern, nein, ich denke, du bewegst dich so von gutem Moment zu gutem Moment. Und wenn es nur einen coolen Moment gibt, während 16 Monate, während 484 Tage, dann hast du dich vermutlich aus einem falschen Grund auf die Strecke gemacht. Hat es dann auch wirklich gefährliche Situationen gegeben? Also, du hast gesagt, Raubüberfall zum Beispiel. Hat es noch andere Situationen gewesen? Ja, also mir kommt gerade also der erste Lehrplätze sind. Das war auch noch auf dem Velo, nicht in der Antarktis. Ich war 2 Tage in Mexiko. Ich habe von dem Land nicht sehr viel gewusst. Ich habe von dem Machismo gehört, aber nicht recht gewusst, wie das so funktioniert hat. Ich habe nicht gewusst, dass im Land wie Mexiko dass die Frauen nie Augenkontakt haben mit den Männern, weil das eine sexuelle Aufforderung ist. Also das ist tatsächlich so. Okay. Und dann ist ein Lastwagenchauffeur am Strassenrand, hat den gleichen Tour, wenn er eine Panne hat. Und ich schaue ihn so fragend an, im Sinne von, brauchst du Hilfe, für deine Panne zu beheben? Und er hat natürlich etwas ganz anderes gemeint. Hose runter und hat sich da entledigt, seiner aufgewühlte Emotion. Und das ist so, eben, 2 Tage in Mexiko. Und dann denkst du einfach, hey, was passiert da noch mehr? Das ist ja erst der Anfang. Du weißt ja nicht, wie kommt das noch, all die schwierigen Länder. Zentralamerika, Peru. Und da habe ich ja noch nicht gewusst, dass Zentralamerika unter der Polizeieskorte wird sein. Was kommt da noch auf einem zu? Und da wird man schon sehr vorsichtig. Und nachher denke ich in der Antarktis natürlich, das Erwachen in einem wirklich lebensfindlichen Kontinent unterwegs zu sein. Das ist nicht einfach nur so dahingesagt. Also jeder, der dort war, nicht nur an der Küste, weiss, von was ich da rede. Man kann Reinhold Messner hören, man kann Arvid Fuchs hören, die den Kontinent durchquert haben, auch alle anderen. Ich würde sagen, heute sogar auch der Herminator, der an einem Rennen hat teilgenommen hat, der weiss, dass man heute oder der heute weiss, dass man nicht gegen ein Team kämpft, sondern nur gegen die eigene Emotion und gegen sich selber auf einem so einem menschenlebensfindlichen Kontinent. Also eben, man macht wahnsinnig viele Erfahrungen. Man könnte jetzt ewig lang mit dir über all das Spannende reden. Jetzt hast du gesagt, du hast es gemacht, du lässt es hinter dir, du wirst es auch nie mehr wieder machen. Aber so eben das Abenteuer und so, das erlöst du schon nicht ganz. Nein. Also ich habe, man kommt heim und im ersten Moment ist man ein bisschen leer und die Leerheit oder die Leere, die dauert vielleicht so, ich würde jetzt eigentlich sagen, sicher ein halbes Jahr. Und ich bin nicht jemand, der von Projekt zu Projekt rennt, sondern ich will irgendwie ein Projekt langsam mehr spüren. Es klingt blöd, es klingt vielleicht sogar ein bisschen abgehoben, aber es ist wirklich so. Ich will spüren, welches Projekt bringt mich zu neuen Erfahrungen, zu neuen Herausforderungen. Ich könnte jetzt einfach immer nur Berg steigen, aber dann wäre der Anspruch nicht erfüllt, dass ich immer wieder an neue Lernsituationen herkomme. Ja, jedenfalls jetzt zum kurz machen, ich habe mich entschlossen, ich gehe auf Hollywood im September. Mache dort ein Jahr lang eine Dokumentarfilmschule. Und will das natürlich noch nicht so, ich will mich noch nicht anstellen lassen vom Fernsehen, wenn es dann so wäre, wäre es dann nur eins, oder? Aber ich will vor allem dann, denke ich, die Momente von meinen Expeditionen, die ich wieder plane, auch im Bereich des Alpinismus, besser können vermitteln, besser können den Leuten teilnehmen, sie mitreissen in eine Welt, die sie vielleicht sich selber nicht so drin getrauen. Also viel Spannendes kann man in dem Fall noch von dir erwarten. Ich danke dir vielmals für den Einblick in deine Reise. Vielen Dank. Ich sage vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche noch ganz einen schönen Abend. Auf Wiedersehen miteinander. Die Sendung «Heute im Gespräch» ist Ihnen präsentiert worden von der Schaffhauser Kantonalbank.